Hallo und herzlich willkommen zu einer weißen Tafel mit einer Überschrift. Die lautet: Herleitung Beweis der Formel für die partielle Integration. Die partielle Integration wenden wir an oder wollen wir anwenden, wenn eine Funktion gegeben ist, die lautet f von x gleich u von x mal v von x. Und damit das Ganze einfacher ist, schreibe ich jetzt nicht u von x mal v von x, sondern im weiteren Verlauf schreibe ich u mal v. Ja, und u bedeutet eigentlich u von x und v bedeutet v von x. Nur damit es übersichtlicher wird. Wir kennen die Ableitung davon. F' von x ist gleich u' mal v plus u mal v'. Die haben wir auch bei oberprima.com tatsächlich schon hergeleitet. Oder ich habe die da hergeleitet. So. Und jetzt geht es ja darum, dass wir den Zusammenhang kennen, wenn das Integral von f von x dx ist ja gleich groß f von x, also die Stammfunktion, meinetwegen noch plus c, das vernachlässige ich jetzt hier. Dann ist ja auch das Integral von f' von x dx ist gleich groß f, klein f von x. Denn es gilt ja groß f' von x gleich f von x. Das heißt, die Ableitung der Stammfunktion ist die Randfunktion. Und wir haben hier den Strich und hier haben wir keinen Strich. Hier haben wir einen Strich, hier haben wir keinen Strich. Ja, das ist genau der gleiche, wenn ich die Stammfunktion ableite, komme ich wieder zur Randfunktion. Und wenn ich die Randfunktion aufleite, komme ich zur Stammfunktion. Deswegen können wir jetzt sagen, wenn wir hier ein Integral an das f' von x ranschreiben, dx, dann ist das das gleiche wie das Integral von u' mal v plus u mal v'. Und ich schreibe jetzt hier dx ran, weil wir uns ja gemerkt haben, dass u von x ist. Gut. Die Klammern brauchen wir, weil das mal dx sich ja auf beide Summanden hier beziehen soll. So, dann wissen wir ja, dass das Integral von f' von x dx gleich f von x ist. Das heißt, hier dieser Teil heißt eigentlich f von x ist gleich das Integral von u' mal v plus u mal v' dx. Und wir wissen auch, dass f von x gleich u mal v ist. Also können wir hinschreiben, u mal v ist gleich Integral von u' mal v plus u mal v' zack, zack, dx. So ein Integral, wo zwei Summandenfunktionen, zwei Teile hier mit Plus verbunden sind. Also das Integral von x plus Sinus x zum Beispiel dx ist schreibbar als Integral von x dx plus Integral von Sinus x dx. Da gibt es auch schon so Spezialvideos dazu. Dann kann ich also dieses Teil hier auch schreiben als, hier nochmal dx hinter, plus Integral u mal v' dx. Die Klammer braucht man im Prinzip nicht, aber ich habe sie jetzt nur mal so, damit man nochmal sehen kann. Hier ist ja vorher der erste Summand gewesen, hier ist der zweite Summand. Jeweils das dx hinten dran. So, und jetzt können wir also sagen, uns interessiert ja, eigentlich eine Stammfunktion von einem Produkt. Wie man das Produkt interpretiert, ob man das als u mal v oder als u' mal v zum Beispiel hier betrachtet, ist ja letztendlich Banane. Ich nehme jetzt mal diesen Hinweis hier weg, damit ich meine E für Äquivalenzumformung hier hinschreiben kann. Denn wir sind eigentlich schon so gut wie fertig. Wir können jetzt minus Integral von u' mal v dx zum Beispiel hier hinschreiben. Dann steht hier u mal v minus Integral von u' mal v dx ist gleich Integral von u mal v' dx. Und dann haben wir hier auch wieder eine Struktur. Wir haben eine Funktion mal eine Funktion. Produktregel, also partielle Integration, läuft so, dass wir die eine Funktion hinschreiben, die andere Funktion aufleiten und dann subtrahieren wir das Integral von der Funktion, die hier abgeleitet wird, mal der Funktion, die hier hingeschrieben wird. Und das ist tatsächlich hier unten, wenn man das noch nicht gleich sehen kann, die Regel für die partielle Integration. Da steht nämlich dann immer Integral von u mal v' dx ist gleich u mal v minus Integral von u' mal v. Jetzt lasse ich das dx komplett weg hier mal. Dann kann man das nämlich genau sehen nochmal. Es gibt da noch eine Alternative zu, denn ich hätte ja hier auch minus Integral von u mal v' dx schreiben können. Dann wäre dieser Teil hier auf die andere Seite gewandert und dann hätte da gestanden, Integral von u' mal v ist gleich
u mal v minus Integral von u mal v'. Das ist beides gleichwertig, dieses hier. Und als Schreibweise würde ich immer sagen, würde ich empfehlen, das Integral von, so und jetzt kommt's, das hier schreibe ich groß mal v schreibe ich klein, ist gleich, diese beiden Dinger hier werden beide groß geschrieben, u mal v, das ist kein k, sondern ein u, minus Integral von kleines u mal großes v. Ja, dann weiß man, welches hier als Stammfunktion betrachtet wird und welches als Randfunktion oder als Ableitungsfunktion betrachtet wird. Das ist dann aber auch wurscht, ob man sich das mit den Strichen merkt oder mit den Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Hauptsache ist, man kann es anwenden und wenn einem die Herleitung dabei hilft, dann freut mich das. Kannst du gerne mal kommentieren, ob du die gebraucht hast oder nicht. Oder ob du dich gefragt hast, wie man zu dieser Formel kommt oder so. Und ja, da ich nicht mehr stammeln kann jetzt hier, halte ich einfach das Schild hoch und sage Tschüss und auf Wiedersehen.